Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit eurem Erdakus. Ja, was haben wir hier? Von The Depths. Ich bin sonst so der Minecraft-Spieler, aber dieses Spiel hat es mir auch angetan. Man kann hier auch mit Klötzchen bauen. Aber ein bisschen komplexer. In diesem Spiel könnt ihr Schiffe bauen, Flugzeuge bauen, U-Boote bauen, Häuser bauen, fette Kanonen bauen. Ach, und. Aber dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung einen Link zu einem, der macht sogar sehr gute Tutorials auf Deutsch, die mir sehr weitergeholfen haben. Gut, aber in diesem Video will ich euch was zeigen. Ich habe ein sehr großes Schiff gebaut. Anfangs sollte es sehr stark werden und ich wollte es eine Kampagne benutzen, aber im Laufe der Bauphase hat sich eher herausgestellt, ich teste viel. Durch die letzte Patch, weil wir jetzt die Version 1.885 spielen, haben sich auch die Motoren geändert in Sachen Leistung, das Ressourcenmanagement, die Fuelproduktion. Ihr seht hier, das Schiff, was ich gebaut habe, braucht eine Menge Fuel. Das ist so die Menge, was es schluckt, also was es auch recht ineffizient macht. Es gibt dann auch andere Varianten, aber da habe ich nur ein bisschen rumprobiert und das war die, wo ich am schnellsten Fuel kriege. Für mein Schiffchen. Gut, wollen wir uns mal das Schiff angucken. Da vorne haben wir es. Es hat keinen Namen, weil es im Endeffekt eine Testvariante war von verschiedenen Möglichkeiten. In Sachen Panzerung hält das Schiff verdammt viel aus. Was jetzt? Immerhin. So. Also es ist nicht leicht zu zerstören. Es hat auch Schilde. Durch diese Patch wurde die Motoreneffizienz umgearbeitet. Das heißt, man kann nicht einen riesen dicken fetten Block reinsetzen. Der Spritverbrauch steigt auch. Die Variante, die ich vorher hatte, ich hatte hier drei Motorblöcke drin. Das Ding hat Sprit gefressen. Ich weiß nicht, da hätte man es auch gleich in den Ausguss kippen können. Das war einfach viel zu viel. Und da hätte ich wahrscheinlich die Variante an Produktion verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen müssen, um diesen Spritverbrauch zu decken. Ha. Okay, musste ich Motoren umarbeiten. Jetzt geht es relativ. Ihr seht unten rechts die Motorleistung 135.000 plus 8200 durch die Generatoren und die Batterien. Der Sprittank ist recht groß. Sind aber auch recht gut gepanzert. Warum so groß? Es ist einfach so, ich habe es ein bisschen getestet gegen Kämpfe, gegen feindliche Flotten, die vorgegeben war, also hier vorgespeichert waren. Und ich würde mal jetzt grob schätzen, 30 bis 45 Minuten auf voller Last und der Tank ist leer. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Das Ding hat nämlich auch Schilde. Die sind jetzt so eingestellt, dass ab einer Reichweite von 3000 Metern, ne, ich glaube Meter war das, Schilde eingeschaltet werden. Da seht ihr es. Ich habe viel mit Advanced Controllern gearbeitet. So. Da seht ihr es. Das Ding hat recht viele Schilde. Immer schön im Winkel, dass die Projektile auch wieder abprallen. Vorne doppelt. Ich musste bei vielen Schilden die Leistung von 10 auf 7 runtersetzen, weil das ist einfach viel zu viel Stromverbrauch. Ihr seht es unten rechts. Die Sache ist die, mit der Motorpatch ist auch dazu gekommen. Motoren können überhitzen. Ich hatte vorher drei Motorblöcke drin. Und sobald die auf 21.000 hochgegangen sind, waren sie überhitzt, haben sich ausgeschaltet. Da hatte ich gar keine Energie mehr. Und umso mehr Leistung die Motoren brauchen, ja, umso heißer werden sie. Gehen wir mal in einen der Motorblöcke rein. Nehmen wir mal hier jetzt den größten. Der bringt die meiste Leistung. Ihr hört es, das Ding ist am Hecheln. Temperatur steigt, bringt 60.000,
Motor ran. Damals auf 66%. Die Sache ist die, umso heißer die werden, umso weniger Leistung bringen die. Rein theoretisch müsste dieser Motor, den ich jetzt angeklickt habe, seht ihr oben, beim Maximum Power Output müsste bei 400 liegen. Da der jetzt so heiß ist, liegt der jetzt nicht ganz so weit hoch. Darum muss man jetzt drauf achten, auf Kühlung, zum Beispiel sowas hier wie so ein Auspuff. Ich musste mal alle meine Motoren mit einem Auspuff versehen, sonst haben die, sind die alle überhitzt. Jetzt kann man nicht nur mit den Injektoren arbeiten, jetzt bringen sogar mehr die Supercharger was und die Carburetoren bringen jetzt auch ein bisschen mehr was, was vorher nicht so der Fall war. Darum musste ich da sehr sparsam arbeiten. Ich wollte eigentlich noch mehr machen, noch mehr Schilde, noch stärkere, aber ich habe jetzt schon festgestellt, das Ding hält viel aus. Reparatureinheiten hat das Ding ohne Ende drin, aber dann machen wir gleich noch einen Rundgang. Und ihr seht den Spritverbrauch unten rechts. Es ist ja viel. Er bekommt jetzt immer nach, wir drücken mal mit dieser neuen Ressourcenanzeige. Da seht ihr, in welchem Takt der ungefähr 2155 Fuel frisst. Das ist ein Verbrauch. Und ich war vorher schon bei, weiß ich nicht, 4.000, 5.000? Beim Schluck trinken. Gut. Aber jetzt machen wir mal die Schilder aus und machen mal einen kleinen Rundgang. Dann ist es nicht so laut. Schild. Stell die wieder aus. Gut, dann haben wir hier auch noch einen zweiten Motorblock. Da. Der hat jetzt weniger von den Injektoren, dafür mehr von den Carburatoren und den Superchargern. Hat dementsprechend auch einen niedrigeren Spritverbrauch und die Temperatur steigt nicht so hoch, aber er bringt keine 60, er bringt, glaube ich, auf voller Leistung 35 oder so. Was habe ich jetzt hier noch getestet? Ich habe mit den Spinblöcken gearbeitet, zum Beispiel hier. Und ich habe mit dem, gehen wir mal in den Baumenü rein, wo haben wir es, Controllern, dem Komplex-Controller gearbeitet. Ist eigentlich was Nettes. Weil so musste ich jetzt, wie ihr oben links seht, habe ich da keine Tasten, die habe ich mir da mal aufgeschrieben. Jetzt ist das Ding sozusagen in der Kampfstellung. Drücken wir mal die Taste. Dies ist auf O. Hinten gehen die Klappen auf. Mit Turbinen. Und hier öffnen sich die Fenster und es kommt Licht rein. Also das mit den Spinblöcken ist schon eine coole Sache. Da hat der Vorsicht auch ein schönes Video zu gemacht. Darum bin ich auf die Idee gekommen, die zu nutzen. Aber das, da eine schöne, zwei schöne fette Jet-Turbinen. Wie ihr seht, die sind unter Wasser. Funktionieren also noch nicht. Darum habe ich unten auch noch Schrauben dran. Fahren wir mal los. So, es sind nicht viele Schrauben und dementsprechend ist die Last... Ja, dauert ein bisschen. So, ich gebe schon Gas. Jetzt gehen die Turbinen an. Und das Ding beschleunigt. Wo ich noch nicht so viel drauf hatte, kam ich auf 50 Meter die Sekunde. Jetzt seht ihr es, sind es nur 40. Aber dazu gucken wir uns mal die Werte von dem Schiff an. Ihr seht es. Das Ding hat ein Volumen von 36.000. Ja, und einiges an Blöcke. Maximal Speed seht ihr. Und es ist eine Masse von fast 13.000, die muss bewegt werden. An den Ressourcen seht ihr, das Ding hat 5 Millionen RP, extrem viel Eisen. Oh, 1,3 Millionen, so viel hatte ich jetzt auch gar nicht in Erinnerung. Das Ding ist super gepanzert. Gut, jetzt gehen wir mal zur Bewaffnung. Also, vorne und hinten eine fette Laserkanone. Ihr seht, das wird alles schön verteilt für auch die Raketendefensivsysteme.
Da gehen wir mal hier runter. Ja, ist ein bisschen mit Strahlen hin und her, weil die ja die Strahlen, oder eher gesagt, die Lasertransmitter übertragen auch durch Blöcke, was sehr praktisch ist. Haben wir hier einen kleinen Laserblock. 8.500 und 33. Also die Reichweite von 33, ich weiß nicht, das Ding schießt auch auf. Ich weiß nicht, wie die das umrechnen, aber ich mache mit dem Laser auch Schiffe in 2000 Meter Reichweite, greift der Laser an. Und alles vollgekloppt. Alles fett vollgekloppt. Viel Leistung, viele Pumpen, viel Energie. Ja, kommen wir da mal so ran. Da 2000, was haben wir hier? Auch nochmal 2000. Da ist, glaube ich, einer, der ist ein bisschen weniger. 1900. Also recht viel. Und dann habe ich hier hinten, gehen wir mal, hier haben wir noch mal ein bisschen Laser. Das ist jetzt auch noch mal für die Seitenverteidigung. Vorne, ganz vorne ist mit hinten gekoppelt. So, ihr seht ihr den Schildstrahl. Geht schön durch die Blöcke. Hier ist der Empfänger, wird verteilt. Dann natürlich zu dem Laser haben wir hier auch noch Smoke Dispenser. Habe ich hier welche, ich habe hinten welche, ein bisschen verteilt sind die auch. So. Ah, hier seht ihr das. Der Auspuff. Ihr müsst ja auch irgendwie die Gase rauskriegen oder ihr könnt es euch in eurem Schiff verteilen. Ich fand das da gar nicht mal so schlecht aus. Aber irgendwo sollen die Gase hin. Man will ja nicht ohnmächtig werden. So. Hier, der Laser ist auch mit dem Hauptteil da unten verbunden. Die Sache ist die, wenn beide schießen, wird es verteilt, die Energie. Also diese 8.500, dann macht der da vorne halt 4.000 noch was und der da vorne auch 4.000 noch was. Schießt nur einer, macht der einen 8.500, weil der andere nicht schießt. Dann haben wir hier noch Luftabwehrgeschütze. Da habe ich mich mal dran rumprobiert, schlecht sind sie nicht. Man muss ja mit der neuen Patch nicht mehr viel machen. Also in Sachen Munition und Fläche. Ihr seht es hier. Sehr kompakt. Den hatte ich dran, um ein bisschen rumzuexperimentieren. Aber ich zeige euch gleich, wie ich die Munition zusammengesetzt habe. Aber ja, theoretisch müsste sich das drehen und das AI-System... Ja, sollte eigentlich nicht stören, aber irgendwie will es nicht ganz so. Da. Es dreht sich. Es dreht sich. Es passt. Also sehr kompakt. Nur ich habe festgestellt, irgendwie will, wenn man zu viele von den... zu viele auf Kanal 1 laufen lässt, gibt es Probleme. Er benutzt nicht alle Kanonen. Hat einen Kampf. Da hat nur die da hinten, die jetzt anvisiert ist. Warum sind jetzt hier Smoke Dispenser an? Ja, ich weiß es nicht. Also, umso größer das Schiff, umso mehr werden sich die Probleme häufen, umso mehr müsst ihr an Feinarbeit machen und am Ende wird die Feinarbeit mehr Zeit in Anspruch nehmen als der Bau des Schiffs. Aber weiter geht's. Ja, wir waren bei der Luftabwehr. So. Es ist sehr kompakt, wie ihr seht. Schnell schießen sie auch. Was haben wir hier? Okay. Zeigt jetzt nicht an. Aber sie sind sehr genau. Autoloader Time, da habe ich nicht die normalen benutzt. Ich habe Advanced. Wo haben wir Autoloader? Es gibt ja den hier und den hier. Der untere lädt schneller nach, aber
Er füllt sich erst auf, wenn die ganze Kanone leer geschossen ist. Erst dann fängt er an nachzuladen. Dementsprechend kann man damit noch so ein Luftgeschütze gutes Ding hinkriegen, was richtig schön schnell feuert. Aber wenn es leer ist, muss es erstmal aufladen. Und wie viel Schuss hat das Ding? 300 Schuss. Wir kommen gleich zu den Kugeln. Und es ist hier ja... Hä? Also, 70 mm Geschütze. Das ist schon gute Kaliber. Runter. Hier. So, was haben wir hier? Frag, Frag und Saberhead. Ja, das sind meine Luftabwehrgeschütze. Die machen gut Schaden. Ihr seht es. Ah, gucken wir mal eben hier. Drehen wir mal mit auf. Da. So. 500 Meter die Sekunde. Passt gut. Guten Kinetikschaden. Armor-Piercing. Also, die halten schon gut die Flieger vom Himmel. Da habe ich ein bisschen mit rum experimentiert. Ganz zufrieden bin ich mit denen nicht. Aber sie machen das, was sie sollen. So, jetzt gehen wir zu der nächsten Kanone. Meiner Railgun. Ich finde, die sieht einfach nur Hammer aus. Hat 4 Meter lange Geschosse. Wie ihr seht, hier unten. Sehr viel Aufladung, Railgun-Aufladung. Und geht auch schnell wieder hoch. Da haben wir es. Und auch viele Geschosse. Reload Time, ja, naja, so schnell schießt das Ding nicht. Aber wir gehen mal zu den Geschossen. Da haben wir es. Explosion. Warum habe ich die denn reingemacht? Ach ja, genau. Ich glaube, das Ding war gut, wenn Schilde dabei waren. Also das Ding macht gut Bums. Stellen wir mal eben ein. Vorher, das ist auch neu mit diesen Dingern. Das gab es vorher auch nicht mit den Reglern. Ist nicht schnell. Durch die Railgun. Wir haben, glaube ich, 38.000. Da, ja, machen wir. Ja? So, passt schon ungefähr. Ist ein bisschen schneller, hat einen guten kinetischen Schaden, Explosionsschaden, vor allen Dingen die Reichweite. Das Ding haut gut Löcher ein, da wo es einschlägt. Ich bin eigentlich recht zufrieden. Vielleicht ist die Kanone nicht ganz, sollte ein bisschen länger werden. Aber irgendwie passt das schon. Wir waren ja ein bisschen am Rumexperimentieren mit der Munition. Es gibt nicht die ideale Munition gegen Schilde oder gegen bestimmte Panzerung. Man sollte verschiedene Varianten nehmen. Ah, und man, das Ding braucht viel Platz unten. Aber es ist halt eine Frontkanone. Soll sich ja nicht ganz drehen. Hat sogar Licht drin. Ah, schön diffuses Licht, wo es ist. Irgendwo sitzt da Licht drin. Muss da irgendwie sein. Halt zum Rumexperimentieren. So, was haben wir denn noch? Genau, hier vorne habe ich mit Flares gearbeitet oder rumexperimentiert. Ich bin nicht ganz zufrieden damit. Ich muss da nochmal mich genauer hinsetzen und gucken, weil irgendwie fliegen die Dinger bis hier und fallen dann runter. Und hier unten brauche ich keine Wärme, die brauche ich da oben. Aber da habe ich die Laser-Defense-Systeme, die machen das eigentlich auch gut. Natürlich hier mit Missile Warner, Radar vorne dran. Hinten und Seite haben wir auch genug Missile Warner. Das sollte eigentlich, die Abdeckung ist okay. Dann haben wir hier Raketen. Da habe ich mal getestet, unten mit dem Sensor. Damit er mir nicht weggeschossen wird. Funktioniert eigentlich recht gut. Hab zwei Varianten. Einmal mit dem Laser. Und einmal Hitzesuchende.
Tja, die Zusammensetzung mit Raketen bin ich immer noch am Rumexperimentieren, was mir da am besten gefällt. Die sollten eigentlich auf lange Reichweite, darum waren viele Fuel Tanks drin, aber da muss ich noch ein bisschen rumexperimentieren. Dafür werde ich das Schiff wahrscheinlich weiter benutzen, da das viel aushält. Aber ja. Da muss ich nochmal gucken. Machen wir nochmal einen kleinen Rundgang weiter durchs Schiff. Was haben wir denn noch hier? Genau, hier haben wir die beiden Turbinen. Schönen Output. Fuel ist, sagen wir mal, gucken wir mal. Muss ich erstmal Gas geben. Ne, es dauert jetzt ein bisschen. Also ist schon ein bisschen, was der frisst. Ich habe viele von den Tanks verbaut. Ziemlich weit unten. Weil die schießen hier meistens auch nach oben. Also bevor die in die Luft gehen. Wenn die Tanks in die Luft gehen, ist eh alles vorbei. Dafür hält das Schiff eigentlich recht viel aus. Hat eine dicke Panzerung an vielen Stellen. Doppelt Metall. Passt schon. Da haben wir Motorblock, da haben wir Motorblock. Gehen wir mal weiter. Was haben wir jetzt hier? Genau, hier haben wir das Laser. Hier haben wir so einen kleinen Lufttank. Da man jetzt diese Dinger für die Ammo zwei Varianten, einmal die Fässer und einmal die nehmen kann, habe ich mich für die entschieden. Sieht einfach stylischer aus. Also ein Fass passt nicht in dieses Design, sagen wir mal so. Gehen wir weiter. Genau, wir haben hier auch, man braucht ja jetzt zur Selbstreparatur Materialien am Schiff. Haben wir jetzt hier. Hier wieder Tanks. Hier ist jetzt der Verteiler zu dem Laser. Und dann wird das auch gleich weiter nach vorne geleitet. Ob dadurch Verluste entstehen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann sein. Und was hat das Ding? Natürlich einen Radarraum. Hier schläft die Mannschaft drin. So. Das ist auch das Mannschaftsschlafquartier. Hier haben wir noch meinen kleinen, wie soll man sagen, Ressourcenspeicher, meine Tanks, Munitionsproduktion, damit das schneller geht. Verbraucht zwar Metall, aber okay. Wer das Schiff bauen kann, der hat genug Metall. Dann gehen wir in den nächsten Raum. Hier haben wir jetzt die Flares drin. Das ist die Vorderseite. Mit den ganzen Schilden. Tja, das war eigentlich schon der Rundgang. Was haben wir jetzt hier unten noch? Genau, das ist noch von Anfangszeiten. Ich hatte mehrere Propeller dran. Hier vorne haben wir Seitenruder. Torpedos, genau. Wir haben auch noch Torpedos hier dran. Die sind eigentlich recht gut gelungen, finde ich. Auch mit Frog. Vorne wenig, hinten ein bisschen mehr. Die machen eigentlich sehr gut Schaden, muss ich sagen. Also mit Torpedos bin ich zufrieden. Vorne wollte ich auch noch mehrere machen, hat sich dann aber erstmal erledigt, als es dann herausgestellt hat, das ist eher ein Testschiff. Die Dinger funktionieren, sollten eigentlich unterstützend zum Lenken sein. Die funktionieren irgendwie nur über Wasser. Ich weiß es nicht. Über oder unter dem. Ich glaube mittendrin. Manchmal gehen sie nicht. Dafür sitzen sie so tief. Als ich sie gesetzt habe, lag das Schiff noch nicht ganz so tief im Wasser. Darum machen das diese hier. Und die sind auch über den Komplex-Controller angesteuert. Ihr seht es, aktiviert mit H. Da haben wir es. So, unterm Schiff. Die hier, die Dinger alle hoch, damit das Schiff aus dem Wasser kommt von Anfang an. Also wenn es fährt, muss, die müssen sitzen. Sonst ist das Ding einfach zu langsam und die Turbinen hinten bringen gar nichts. Hier haben wir auch nochmal Ruderunterstützung, werden auch angesteuert über die einzelnen Tasten. Und erst wenn die ja aus dem Wasser rauskommen, funktionieren sie. Ja, also, was habe ich daraus gelernt, dieses Schiff zu bauen? Also erstmal, der Komplex-Controller ist eine geile Sache, werde ich wahrscheinlich öfters benutzen. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Controller, die
Automatic Control Blöcke, eine geile Sache, werde ich auch öfters benutzen. Muss mich da nur ein bisschen reinfuchsen, weil du kannst da alles mitmachen. Ich habe draus gelernt, ein Schiff nur mit Advanced Kanonen. Sieht geil aus, ist aber nicht effizient, hundertprozentig nicht effizient ab einer bestimmten Größe. Raketen immer gut, aber da die richtige Mischung rausfinden, ist nicht einfach. Riesenschiffe, ja, sehen geil aus. Aber das müssen dann wirklich dick gepanzerte mit noch mehr Waffen, als ich hier drauf habe, sein. Sonst bringen sie im Endeffekt nicht viel. Defensivsysteme, irgendwie habe ich es nicht mit den Flares. Oder ich habe den richtigen Dreh noch nicht rausgefunden. Da sind mir lieber die Laser-Defense-Systeme. Laser ist schon eine geile Sache. Macht gut Schaden. Und haben eine riesen Reichweite. Railgun sieht einfach nur geil aus. Oh, muss ich auch noch ein bisschen rumprobieren. Vielleicht dickeres Rohr, länger. Was haben wir noch gelernt? Was habe ich noch hier ausgelernt? Jetantrieb ist einfach geil auf dem Schiff. Aber der muss höher. Und genau, das Wichtigste überhaupt. Ich hatte gedacht, ich baue drei Motorblöcke. Damit die Hitze, damit die nicht alle auf einen Motorblock gehen, sonst wenn einer mal ausfällt, ein anderer da ist. Aber im Endeffekt, ein Motorblock richtig eingebaut, ist super. Und ja, wenn ihr genug Öl habt, könnt ihr noch größere Schiffe bauen. Hier musste ich halt viele Einschnitte machen. Die drei, die ich vorher hatte, hatten eine Produktion von 300.000 Energie. Ich hätte wahrscheinlich 200.000 gebraucht. Wenn das Ding jetzt in den Kampf geht, habe ich 0. Ach, wisst ihr was? Starten wir einfach mal hier im Kampf. Gehen wir mal hier auf Combat. Und spawnen mal. Ihr seht gleich, das Schiff ist nicht gut ausbalanciert. Die Raketen sind nicht so toll. So, da haben wir den Plunderer. Guckt ihr euch an. Irgendwie. Na geil, sieht schon aus. Da frage ich mich, warum jetzt gerade die Smoker angehen. Das Ding hat der Plunderer doch gar keine. Warte mal, gab's doch nicht mehr. Da, die Raketen. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt da nicht. Da muss ich noch rumexperimentieren, die gehen irgendwie aus. Da seht ihr, die sind alle aus. Alle aus. Das Ding, die haben doch Fuel ohne Ende. Und plopp, fallen sie runter. Okay, fährt der Plunderer durch, gehen sie trotzdem noch in der Luft. Da, plopp, aus sind sie. Warum verstehe ich das nicht? Also... eigentlich. Da, und sie fallen schon wieder runter. Ach, er hat hinten die Kanone abgeschossen. Okay, von hinten mag er das nicht. Und ihr seht, das Ding hat einen riesengroßen Landekranz. Also, es war eher ein Experimenterschiff. Warte mal, können wir mal hier in Kampfmodus schon, machen wir Kappen zu. Die Kanonen sollten theoretisch auch schießen, sie tun es nicht. Also hier ist vieles, was nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und ja. Ich werde das Ding auch weiter benutzen zum Rumtesten. Es sieht einfach erstmal geil aus, aber Effizienz, ich sag gleich mal null, weil irgendwie Raketen, die seht ihr. Die fliegen zwar schön hoch und schön viele,
Munition wird ewig reichen. Schilde sind noch nicht mal angegangen. Wahrscheinlich habe ich sie deaktiviert, was auch immer. Ja. Selbst ohne Schilde hätte den Fehler aus. Aber ich sag mal so, fürs Ende, das Schiff, es sieht eigentlich nur geil aus und ist nur zum Testen. Baut es nicht so nach. Ich habe meine Erfahrung draus gemacht. Ich hoffe, es war vielleicht für euch hilfreich, dass ihr seht, okay, so baue ich nicht. Mein nächstes wird besser, das werde ich euch dann auch zeigen. Alter, warum gehen jetzt die scheiß Schilde nicht an? Nee, das war der falsche. Hä? Mit dem anderen Controller irgendwas nicht stimmen. Okay. Das machen wir jetzt nochmal eben und sehen, wie mein schönes Schiffchen untergeht. Und wie... So, jetzt gehen sie an. Okay, mit dieser diesem katastrophalen Kampf beenden wir mal das Video. Und ja, einen schönen Tag euch noch. Tschüss.